Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Magazins. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir sind im Deutschen Technikmuseum in Berlin zu Gast. Und wir beginnen unsere Folge heute in der Ausstellungshalle für Modelle. Und liebe Zuschauer, was mich so fasziniert, das ist die Detailtreue dieser Wagen. Vom Fensterheber bis zum Türknauf, vom Aschenbecher bis zur Toilettenschüssel, alles detailgetreu. Ja, aber wozu wurden diese Wagen gebaut? War das die Gartenbahn des Kaisers? Das Deutsche Technikmuseum verfügt über einen ganz besonderen Schatz aus der Geschichte der Eisenbahn, nämlich eine Sammlung von rund 50 einzigartigen Großmodellen aus der Zeit um 1900. Eisenbahn war damals etwas sehr Wichtiges und Allgegenwärtiges. Das war die Hochphase der Eisenbahn und deswegen zeigen diese Modelle eine Menge über die Zeit um 1900. Wie sah die Welt vor über 100 Jahren aus? Wie fühlte es sich an, damals mit der Eisenbahn zu reisen? Und wofür baute man solch aufwendige Großmodelle davon? All das machen wir mit den Modellen nun auf eine ganz neue Art und Weise erlebbar. Eine Auswahl der Modelle haben wir aus ihren Vitrinen in der Ausstellung herausgenommen und mit Hilfe modernster Fototechnik von außen und innen digital abfotografiert. Damit machen wir die Modelle jetzt virtuell erlebbar. Man setzt sich die VR-Brille auf und ist plötzlich mittendrin in den Modellen, als wäre man selbst Eisenbahnreisender oder Eisenbahnreisender um 1900, als wäre man selbst in Miniatur. Damit wird plötzlich etwas digital erlebbar, was real immer unmöglich bleiben wird. Die Gartenbahn des Kaisers war das nicht. Diese Wagen waren eine Art Selbstdarstellung der deutschen Industrie und aber auch des deutschen Kaiserreichs. Man wollte zeigen, zu welchen Leistungen man fähig ist. Und Lehrlinge haben in Hunderttausenden von Arbeitsstunden diese Modelle gebaut, damals aktuelle Fahrzeuge dargestellt, bis ins allerletzte Detail. Wir sehen hier die Polsterung in den verschiedenen Klassen. Wir sehen selbst in den Toiletten ein Jugendstilmuster auf den Toilettenbecken. Wir sehen das Toilettenpapier. Also es ist eine wahnsinnige Detailtreue hineingearbeitet. Vielen Dank, Herr Lars Quade-Jakob, dass wir hier bei Ihnen im Deutschen Technikmuseum zu Gast sein durften. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wir sehen uns wieder, so Sie wollen, in der nächsten Ausgabe unseres Magazins. Ich sage Tschüss, bis bald und bis dahin, machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit.